Herzlich willkommen zurück, liebe Kühnfreunde. Ja, beim letzten Mal, da haben wir unter Zuhilfenahme eines Katapults, also wir selber konnten es nicht steuern, aber ja, es wurde KI gesteuert und hat man auch gemerkt, also war nicht sehr zielgerichtet, aber immerhin konnten wir damit eine Blockade durchbrechen und sind nun hier. Ja, jetzt geht's darum, findet Oskar in der Nähe des Dammes. Oskar ist ja der Vater von Bram, wie wir erfahren haben. So, ja, aber das hier sieht nicht sehr, ungefährlich aus. Deswegen habe ich mir doch zunächst vorgenommen, zunächst einmal unsere Kameraden zu retten. Und zwar müssen wir dazu ein Leuchtfeuer anzünden. Ja, also das machen wir jetzt als erstes. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu aufreibend. Weil so langsam wollen wir ja auch hier vorankommen, ne, also... Und ja, wenn die sich uns dann anschließen, dann fällt uns wahrscheinlich auch der Rest sehr viel leichter. Oh, ich muss erstmal gucken, wo wir lang müssen. Ja, gut, nach oben. Ne? Nach oben geht der Weg. Oh, da ist ja auch nicht mehr viel, sehe ich gerade. Also, dann haben wir scheinbar schon... Ja, das schießt, ne, wie gesagt, so unkontrolliert, dieses Katapult. Ah, da waren wir schon überall. Also hier müssen wir... Ach, da ist ja auch noch einiges. Okay, aber zuerst befreien wir unsere Kameraden. Ah, sind hier nicht Leuchtfeuer? Sehe ich das falsch? Müssen wir speichern. Ach, hier können wir mit jemandem sprechen. Ach nee, das war am Anfang. Vergesst es, Leute. Wie gesagt, ne? Orientierung ist nicht meine Stärke. So, jetzt geht's nach oben. Da, wo wir noch nicht waren. Ganz wichtig, damit wir vorankommen endlich. Denn ich glaube, wir haben uns hier schon... viel zu lange aufgehalten. Das muss hier irgendwann mal weitergehen hier. Oh oh. Da sind wieder gebuffte Gegner. Ja, vielleicht können wir die ja irgendwie umgehen. Okay. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen anscheinend. Ah, hier ist nichts weiter. Oh, oh, ist alles voll. Haha. Gerade rechtzeitig gespeichert, würde ich mal sagen. Oh, da ist auch eine Truhe. Aber zuerst werden wir uns mal der Gegner hier entledigen. Sehr gut. Bisschen Panik verbreiten. Oh. Irgendwie nicht so geklappt. ja, die sind... Ach so, durch den Buff scheinbar resistent. Ei. Ei. Oh, da waren auch wieder... Ei, die machen Feuerwerk. Schön. Ist es denn schon wieder soweit? Eieiei, okay, Leute. Also da müssen wir uns mal wieder sehr viel vorsichtiger heranwagen. In der Hoffnung, dass wir nicht allzu viele Gegner mitnehmen hier. Das ist erstmal einer. Gut, das ist ein Anfang. Ja, den versuche ich mal schnell kalt zu stellen und Eirik kann mal feuern. Was ich mich natürlich frage, ist, wenn man jetzt mehrere Gruppenmitglieder hat, ob dann hier auch die Pausenzeit sozusagen ein bisschen verlängert wird, weil wenn man jetzt alle steuern muss, dann stelle ich mir das doch sehr fummelig vor, ne? Innerhalb der kurzen Zeit. Schön. Gut.
Ja, wir müssen wirklich äußerst überlegt vorgehen, oder kommen da zu viele? Aber Bram kann ja wieder seine Spezialfähigkeit einsetzen. Und jetzt ist er auch noch im Dämonenmodus. Oh oh. Tja, das war es auch schon wieder, aber ich versuch's trotzdem noch mit der Panik. Ah doch, jetzt hat es was gebracht, erstaunlicherweise. Oh, das ist ein Champion. Also der ist ein bisschen stärker, mit anderen Worten, ne? Warum der aber vor uns jetzt wegrennt, weiß ich nicht. Oh, der hat diese Fähigkeit drauf. Mit dem Feuerwerk. Gut zu wissen. Donnerwetter. Ja. Da ist auch noch einer. Na also. Eieiei. Müssen wir ja aufpassen. Ah, ich dachte mir schon, dass wir hier auf heftige Gegenwehr stoßen werden. Hm, da wird zwar noch angezeigt, dass wir da irgendwas auswählen können, aber... Schon mal eine kleine Nebenquest, aber die machen wir, wenn wir unseren Mannen vollständig haben. Dann geht's auch um einiges flotter. So. Ah, die Musik setzt wieder ein. Schön, dass man die Kamera... Achso, die können wir ja loslösen. Loslösen können wir sie ja, wenn auch nicht drehen. Oh, es sind heute viele. Ich glaube, unseren kompliziertesten Fall sind wir los hier, ne? Obwohl, das sind so viele. So, du machst mal Panik auf die da. Na also, jetzt können wir uns der anderen Gegner annehmen, ja? Na, kommt. Yes. Na also, geht doch voran. Ich glaube, ich könnte auch mittlerweile mal wieder ein paar Fähigkeitspunkte verteilen. Müsste eigentlich an der Zeit sein. Oh, die haben alle nichts verloren, ja? Die Musik ist zwar noch da. Moment. Achso, die eine Kiste hatten wir schon, oder? Genau. Wenn da noch ein Champion ist. 19.8, nehmen wir, deswegen können wir jetzt nicht, weil die Musik noch aktiv ist. Aha. Okay. Also da ist auf jeden Fall irgendein Bauwerk. Okay. Hä? Okay. Manchmal klappt, manchmal nicht. Kurioserweise. Ja. Noch einer. Gibt's noch einer? Gold. Oh, speichern können wir nach wie vor. Egal, was da für Gegner sind. Ach, Bogenschützen. Ja, Moment, Bram. Bereitet euch schon mal Schmerzen. Und Alrik feuert hoffentlich. Erfolg. Gut, Bram ist jetzt ein bisschen verwirrt. Geht nicht die Treppen hoch. So, nee. Nimm mal den und ins Visier. Den nimmt Alrik ins Visier. Ach nee. Ja, gut, das lief jetzt. So, nee. Du hast doch dem hier Schmerzen bereitet, Bram. Dann kümmere dich auch um den. Sonst verhall das wieder nichts. Okay. Das verhallt. Aber ist egal. Jetzt rennt er weg. Naja, egal. Irgendwie kriegen wir es hin. So. Na also. Und hier ist das ersehnte Leuchtfeuer. Ist das nur eins? Aha, jetzt kommt da ein Schiff. Die waren die ganze Zeit vor der Küste und haben jetzt nur darauf gewartet, dass wir so ein kleines Feuerchen anmachen, oder wie? Ist nicht euer Ernst. Den Strand haben sie nicht gesehen. Aus irgendwelchen Gründen. Mit Tomaten auf den Augen, oder was? Wo sind denn jetzt die Leute angekommen? Ich werde auf jeden Fall nochmal aufpassen.
Können wir was? Nee, wir können nichts verteilen. Also noch nicht. Kommt noch. Sprecht mit Ivan oder Tonson. Oh oh. Machen wir. Aber erstmal müssen wir uns hier den Gegner erwehren hier. Ah, super. Dass man mal so klappen würde. Da kommen noch mehr hier. Aber ist egal. Nee. Genau, nehmt mal den hier ins Visier. Ja, schon geschwächt. Was sage ich von geschwächt? Ah, die sind nur schneller, aber durch diesen Buff. Eieiei, wenn ich das gewusst hätte, dann. Eieiei, keine Ahnung. Dann hätte ich was anderes getan. Ei. Nein, das weiß ich nicht. Gut. Oh, wow, oh, wow. Oh. Speed Buff. So. So, nee, du machst erstmal Panik hier und zwar jede Menge. Oh nein. Mit dem Champion kennen wir uns doch aus. Nee, das war's, Leute. Das war's. Und Zollrotter auch noch. Ja, warum nicht, ne? War mir klar. Oi, ja, wieder mal gut gespeichert. Damn. Sie müssen jetzt erstmal fliehen. Oh Gott, ne. Ja. Ich bin nämlich nicht lebensmüde, Leute. Aber hier ist ja unser netter Zufluchtsort. Oh, aber es sind so viele. Super. Ey, da kommt der Gute. Yes. Ein Champion hat es auch zerlegt. Na also, unsere bewährte Strategie geht auf. Ich glaube, das war's, ne? Nein! Guckt ja noch. Naja, gut, die sind ja eher harmlos, ja. Oder ist harmlos einzustufen. Okay. Müssen wir erstmal wieder Arm wieder beleben hier. Kommen. So, weiter geht's. Ui, ui, ui. Ich glaube, das war noch die härtesten, oder? Ne? Oha, beinahe. Tja, ist die Angriffswelle verpasst, Junge. Dein Boss ist schon weg, dein Champion, ja. Wir haben jetzt auch keine Endgegner. Also noch haben wir hier keine Endgegner getroffen, ne? Im Gegensatz zu meiner Annahme beim letzten Mal waren das nur etwas stärkere, also Elite-Gegner quasi, Elite-Ausgaben der Skeletter. Gut, dann reden wir mit den beiden. Bram. Thorsen, Ivan, ihr lebt. Ivan haben wir das nicht zu verdanken. Er hat mich beinahe über Bord geworfen. Du hattest mir auf die Stiefel gekratzt. Cool. Die Dialoge hier, die sind echt genial. Schade, dass sie nicht vertont sind. Aber das mache ich dann einfach. Stellvertretend, ne? Ach, die haben ja auch einen Schatz dabei, oder was? Ich komme nicht rauf, auf das komische Schiff hier. Das Drachenboot. Sorry. Nee. Noch kommen wir da nicht rauf, also vielleicht irgendwann mal, ich weiß nicht. So. Sammel you, da haben wir immer nicht mehr davon. Gold haben wir auf jeden Fall schon. Mehr als genug.
Ja, wo sind sie denn? Ah ja, jetzt geht's doch voran. Na also, wie erhofft. Schöne Sache. Ist hier noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Sehen wir uns mal hier. Oh ja, da sind doch wieder ein paar Gegner. Na. Ja, mal speichern. Ach, das geht ja hier. Schlag auf Schlag. Na also. Mensch, was habe ich mir das vorgestellt? Das müssen wir gar nichts großartig machen hier. Gut, die Taktik geht dabei natürlich flöten. Was sind da noch? Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Hier einfach weitermachen, okay. Gehen wir einfach mal hier lang. Vielleicht ist ja hier ein besonderer Schatz oder sowas versteckt. Sehr geil. Oh, da sind schon wieder gebuffte Gegner. Aber da bin ich trotzdem vorsichtig, weil der eine war ganz schön. Na, da ist der Champion wieder. Also der bufft die anscheinend. Moment. Können wir doch noch ein bisschen Panik verwalten. Oh ne. Hallo auf den Champion. Und alle tot. Großartig. Das war ein Fehler. Herrlich. Tja, da wurdet ihr gerade Zeuge von einem kollektiven Suizid. Naja, hatten wir ja auch noch nicht, ne? Aber geht auch flott hier, ne? Gut, aber den möchte ich trotzdem mal irgendwie ausschalten. So. Und Alrik soll mal auf ihn schießen. Ich weiß nicht, explodiert der dann, wenn er stirbt? Oder wie war das? Nö. Nee, das war schon mal eine Special-Attacke von dem. Oh, da rollt er noch. Ah, da oben sind auch noch einige. Ich hab euch schon gesehen, Jungs. Aber die haben keine Fähigkeiten, also die begleiten uns wahrscheinlich nur kurzfristig, nehme ich mal stark an. Das werden noch keine echten Begleiter sein, nur das war schon mal ein Gefühl entwickeln, wenn wir jetzt mehr als zwei Begleiter haben. Aha, ist das auch, ne, das ist diesmal nur ein Berserker. Dann kann ich jetzt irgendwie... Oh, der hält was aus. Warm soll mal. Na also. Jetzt geht's auch flotter voran. Wenn der Elite weg ist. Oh, oh ey. Das war Bram. Alles ist aber definitiv viel leichter, ne? Oh, da geht's wieder runter. Aha. Hier bekommen wir da. Guck mal, wieder irgendwas Besonderes scheinbar. Von dem Haus ist ja nicht mehr viel übrig. Oder? Ach doch.